Und man muss es sagen, es ist ein historischer Gipfel, denn die EU-Spitze ist zum ersten Mal in einem Kriegsgebiet, um sich mit einem angegriffenen Land zu beraten. Steffen Schwarzkopf wird dieses Treffen für uns beobachten. Und Steffen, du hast jetzt einen sehr interessanten Gesprächspartner, den wir auch hier in Deutschland kennen, den Vizeaußenminister und ehemaligen deutschen Botschafter André Melnyk. Ganz genau. Vielen Dank erstmal, Herr Dr. Melnyk, dass Sie heute Morgen hier die Zeit gefunden haben. Lassen Sie uns zunächst über den Gipfel hier heute sprechen. Frau von der Leyen gestern schon in einem Treffen mit Präsident Zelensky. Sie ist nicht mit leeren Händen gekommen. Ein neues Sanktionspaket. Es geht um 150 Millionen Euro für die Energieinfrastruktur. Es geht um Minenräumung. Sind Sie mit dem, was Frau von der Leyen angeboten und mitgebracht hat, zufrieden? Also wir sind dankbar dafür, dass die EU diesen Schritt gemacht hat. Das war einmalig in der Geschichte, dass die Regierung mit der Kommission getagt haben, hier in Kiew und mitten im Krieg. Das ist ein wichtiges Signal, denn die EU-Mitgliedschaft, genauso wie die NATO-Mitgliedschaft, in der Verfassung verankert sind als Hauptziele, also für nicht nur für die Regierung, aber auch für das Land. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir in diesem Jahr auch endlich diese Entscheidung bekommen haben, dass wir die Verhandlungen beginnen könnten über die Mitgliedschaft. Und gestern hat man schon gespürt, dass wir auf einem sehr, sehr guten Wege sind. Wir müssen unsere Aufgaben machen, das wissen wir. Das ist ja kein Geschenk von Brüssel oder von Berlin, dass wir diese Mitgliedschaft bekommen haben, sondern das ist etwas, was wir selbst erreichen müssen. Und das wissen wir, dass wir auch keinen Rabatt bekommen wegen des Krieges. Wir müssen ganz erfolgreich bleiben und nicht nachlassen. Glauben Sie denn, dass Sie haben gerade die Verhandlungen, die offiziellen Verhandlungen angesprochen, der Präsident hat noch einmal gesagt, wir würden das gerne noch in diesem Jahr starten. Halten Sie das für realistisch, aus EU-Kommissionskreisen ist eher zu hören, Geduld, das wird so schnell nicht gehen? Also was die Verhandlungen betrifft und den Beginn, da bin ich eher optimistisch. Was die Fristen angeht, ja, wann wir tatsächlich der EU beitreten werden, da könnte man natürlich jetzt nicht spekulieren, das könnte Jahre in Anspruch nehmen. Also wir sind da realistisch, aber Hauptsache ist, dass wir diese Dynamik, die wir im letzten Jahr begonnen haben, nämlich Kandidatenstatus war eine historische Entscheidung. Deutschland hat sie auch unterstützt. Wir sind dafür dankbar. Und wir müssen weiterhin, wir müssen nicht die Zeit verlieren. Wir müssen auch nicht nur die Menschen mitnehmen und zeigen, es ist dieser Krieg immer noch da. Die Menschen leiden, aber man hat auch diesen Funken Hoffnung vor Augen. Und das lohnt sich. Ich glaube, dass auch die Kollegin, dass die Kommissionspräsidentin und dass die Kollegen in Brüssel das auch verstehen. Man darf nicht hier so ein bisschen eine Pause einlegen. Man muss zügig arbeiten und wir sind zuversichtlich, dass wir das auch erreichen können. Noch in diesem Jahr, den Beginn. Herr Dr. Melnyk, das Politische ist das eine, das Militärische ist das andere. Wir haben uns nicht umsonst heute Morgen hier verabredet am Michaelsplatz, dort, wo wir, und kommen Sie gerne mit mir mit, die auch ausgebrannten russischen Kriegsgeräte sind. Wenn wir über Waffen sprechen, der Verteidigungsminister, der ukrainische, hat sehr deutlich gesagt, wir brauchen mehr Waffensysteme, Artillerie, Raketen, natürlich mit längerer Reichweite, Kampfpanzer. Auf Ihrer Liste, wenn Sie mit Ihren Partnern in Europa sprechen, auch in den USA, was hat Top-Priorität? Sie haben das selbst erwähnt, also Panzer, schwere Waffen, das ist jetzt quasi das, was wir am meisten benötigen, um diese große Offensive der Russen abwehren zu können. Und die Deutschen haben endlich auch diese Entscheidung getroffen, Leopard 2 Panzer zu liefern, aber nur 14 Stück. Mit den Partnern werden das vielleicht ein bisschen mehr als 100 sein und das auch nur in ein paar Monaten. Und diese Zeit haben wir nicht. Deswegen hoffen wir, dass die Bundesregierung auch weiterhin uns unterstützt und weitere Panzerlieferungen ermöglicht. Also Leopard 1, die bei der Industrie seit Monaten da herumstehen und wir brauchen hunderte Panzer, um wirklich den Russen Paroli zu bieten. Sie haben Mittelstreckenraketen erwähnt. Auch sie sind ganz erforderlich, um die Logistikwege abzuschneiden, um die Russen in Schach zu halten. Wirklich Reichweite über 150 Kilometer und das ist vielleicht bis zu 300, um auch die Krim im Auge zu behalten. Aber wir brauchen auch langfristige Entscheidungen. Und deswegen reden wir über Kampfjets, Kampfflugzeuge mit unseren Partnern, auch mit
Mit Deutschland werden wir darüber ganz konkret reden, denn auch wenn der Krieg hoffentlich bald vorbei ist, wir müssen die ukrainische Armee dermaßen stärken, dass die Russen dann nicht mehr wieder auf den Gedanken kommen, uns anzugreifen. Das heißt, Luftwaffe muss aufgebaut werden, unsere Flotte, also die Marine auch. Das heißt, auch da haben wir gerade mit Deutschland sehr, sehr viele Möglichkeiten, um die ukrainische Flotte aufzurüsten. Das wird Monate, vielleicht auch Jahre in Anspruch nehmen. Das wissen wir, dass das nicht von heute auf morgen geht. Aber wir müssen beginnen. Wenn wir mit den Panzern vor einem Jahr oder vor 11 Monaten begonnen hätten, dann wären diese hunderte deutsche Panzer schon längst an der Front und die Russen konnten nicht sich besser jetzt vorbereiten für diese Offensive mit der Mobilisierung, mit neuen Waffensystemen, mit Schützengräben, die sie ja gebaut haben. Das ist schon eine andere Kriegssituation. Und deswegen hoffen wir, dass die Bundesregierung, dass der neue Verteidigungsminister, und wir sind auch ihm dankbar, auch ich persönlich, dass er wirklich gezeigt hat, dass es auch anders geht. Ja, Frau Lambrecht war ja ein Totalausfall, aus unserer Sicht zumindest. Und jetzt hoffen wir, dass wir wirklich jetzt zügig vorankommen. Die Artillerie, Sie haben erwähnt, Panzerhaubitzen, auch die könnten, auch da gibt es noch viel Luft nach oben, dass die Ukraine diese Systeme bekommt, Mehrfachraketenwerfer. Also es gibt kein Waffensystem, das die Ukraine in dieser Situation nicht gebraucht hätte. Und darum geht es. Sie haben gerade die ganzen Waffensysteme erwähnt. Jetzt wissen wir, und Sie gehen davon aus, Ihr Geheimdienst geht davon aus, der amerikanische Geheimdienst geht davon aus, dass es eine Frühjahrsoffensive Russlands geben wird. All die Waffensysteme, die Sie angesprochen haben, können die überhaupt noch rechtzeitig geliefert werden? Wird die Ukraine überhaupt in der Lage sein, tatsächlich eine Offensive der Russen zurückzuschlagen und ihrerseits eine Gegenoffensive zu starten? Ja, also wir haben keine andere Wahl. Ich meine, welche Wahl haben wir? Also wir hoffen, dass diese Lieferungen jetzt wirklich zügig ankommen, dass die Ausbildung auch viel schneller jetzt vonstatten gehen muss als sonst, dass wir Wochen, nicht Monate haben, um die Truppen vorzubereiten. Es wird auch mobilisiert bei uns, weil wir sehen, wir haben auf der russischen Seite heute über 300.000 Soldaten, die alleine in der Ukraine schon da sind. Das heißt, doppelt so viele wie am Anfang des Krieges und vielleicht 200.000 mehr, die jetzt in der Reserve sind und die auch jetzt eingesetzt werden können. Das heißt, es ist eine enorme Kampfkraft und das ist eine riesige Herausforderung für die Armee, für die Regierung. Wir müssen jetzt auch schlauer und schneller werden. Die Russen haben aus ihren Fällen gelernt. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Die sind nach wie vor die zweitgrößte Armee der Welt. Und in Deutschland hat man den Eindruck, nach dieser Entscheidung über Leo, diese Panzerwehen, diese Panzergeburt, die länger als 9 Monate gedauert, dass man dann quasi den Eindruck hat, okay, 14 Panzer sind da und der Krieg ist fast schon gewonnen. Das ist leider noch nicht der Fall. Wir müssen uns auf einen langen Krieg wahrscheinlich einstellen. Und das brauchen auch die Deutschen. Denn die Deutschen, man darf nicht jetzt quasi sich ausruhen auf den Lorbeeren, also wie man dann das Gefühl hat. Herr Dr. Melnyk, ganz herzlichen Dank. Wie immer klare Worte. Sie haben das gerade angesprochen. Die Waffenlieferungen, die schnell vonnöten sind aus Sicht der Ukraine. Der amerikanische Geheimdienst hat gesagt, innerhalb der nächsten 6 Monate wird dieser Krieg entschieden und dementsprechend natürlich die Forderung, dass die Waffen schnell geliefert werden. Steffen, danke für den Moment nach Kiew und danke für das Interview mit dem ehemaligen deutschen Botschafter und jetzigen Vizeaußenminister der Ukraine, Andrei Melnyk. Dankeschön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.